Meine lieben Zuschauer da draußen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht auszusehen Assassin's Creed 2 sage, weil ich das ja noch nebenbei zocke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wurden fälschlicherweise verdächtig, den guten... Ach so, da steht's ja auch. Nachdem Ahnung fälschlicherweise des Mordes bezichtigt wird, kerkert man ihn in der Bastille ein. Und die ist ja relativ wichtig, das wissen wir noch. Wenn wir ein bisschen in Geschichte aufgepasst haben, da gab's ja mal einen Sturm drauf. Und draußen ist auch gerade der Aufstand. Ich weiß nicht, ob das schon der ist, den ich denke, der es ist, aber auf jeden Fall sitzen wir hier mit jemandem, der unseren Vater gekannt hat und versuchen jetzt irgendwie hier rauszukommen. Moment. Ah, so. Die Wachen versuchen hier die Gefangenen zu sichern, weil draußen der Aufstand ist. Aber wir werden sie jetzt töten, pass auf. Die haben zwar Schwerter. Okay, B gedrückt halten hat schon mal nicht funktioniert, aber ist auch egal. Ich habe ja meinen Stock hier. Und damit bin ich besser als der mit seinem Schwert. Den verknüppel ich doch easy hier. Kann ich das Schwert jetzt nicht vielleicht aufheben? Also ich kann den zumindest plündern. Okay, wir haben schon eins. Warum nennt er mich immer Pissbot? Ich mag das nicht. Ach du Scheiße, draußen sind die Kanonen am Ballern. Okay, mach ich. Oh Moment, ich habe gerade ein Waffenrad entdeckt. Ah! Egal. Jetzt haben wir zumindest auch ein Schwert, ein richtiges. Na komm, trau dich. Ach, und er greift auch noch ran hier. So, ich würde sagen, der hat seine besten Tage gehabt. Plündern können wir auch wieder. Und da gibt es zum Beispiel eine Schleife. Belek, ist die Tür offen? Oh, da kommen noch mehr Wachen. Wir haben ein Problem. Okay, wir haben oben sowas wie einen Lebensbalken. Und heilen kann ich mich mit Pfeil nach oben. Ist auch schon mal gut zu wissen. Hier brauchst du dich nicht zu beeilen. Drei Stück, aber kein Problem. Die mache ich fertig. Okay, der schießt auf mich, das ist natürlich unfair. Nur keine Panik. Das kann nicht euer Ernst sein. Noch mehr? Na komm, jetzt hat er es offen. Geht doch. Nein, ich will doch nicht. Okay, ich will nicht die Tür. Erst sagt er, ich soll ihm folgen, dann läuft er wieder in die andere Richtung. Na gut, komm, dann mache ich die halt mal fertig hier. Oh, okay, das ging jetzt schnell. Ich hatte gerade noch nach oben gedrückt, aber da war ich schon weg. Nein, wir müssen natürlich auch bedenken, wir haben nichts an Rüstung an. Wir haben ja nur unser Hemdchen an. Da hält man natürlich nicht allzu viel aus, vor allem wenn die noch anfangen zu schießen. Das kann nicht euer Ernst sein. Also, wir haben ein Waffenrad. Wenn ich oben weitergehe, da haben wir Kirschbomben. Ja, aber dann lass mich doch erstmal gucken hier. Meine Güte. Ruhig dich. Ah, okay, mit A kann ich Schüssen ausweichen. Das habe ich jetzt auch gerade erst gelesen. Das ist schon mal gut zu wissen. Meine Güte, Leute. Das sind aber auch zu viele hier. Da spiele ich doch nicht mit denen. Komm, wir hauen ab. Durch welches Fenster? Lauf! Hier durch das Fenster, na gut. Solange die Menge sie beschäftigt. Er kann auch gut klettern. Wir natürlich auch. Und draußen, guck mal, was da unten los ist. Meine Güte. Und draußen ballern weiter die Kanonen. Da ist wirklich die Hölle los. Gut für uns, so können wir fliehen. Feuer! Feuer, verdammt! Halt die Gefangenen! Na, komm her, du! Den haben wir! Nehmen wir noch den hier. Und den Kollegen.
Die Frage, ob sich das für uns lohnt, die zu plündern. Ich weiß nicht, ob die überhaupt was Gutes dabei haben. Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Vielleicht sollten wir lieber erstmal abbauen. Vertrau mir. Ganz schön schnell da hochgeklettert, der Kollege. Hier lang! Zimmermann! Zimmermann! Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Da geht's aber ganz schön tief runter, Kollege. Der Kacke hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Na gut! Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Himmels Willen soll das bedeuten.
Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Damit sind wir in Paris. Und so ein bisschen waren wir eben doch mit Schuld an dem Tod des Vaters. Hätten wir den Brief mal früher zugestellt. Eingekerkert ist abgeschlossen. Die Erstürmung der Bastille. Ja, das genau. Das ist ein wichtiges Ereignis. Das sind Datenbank-Einträge. Das hatten wir auch schon immer bei Assassin's Creed. Da hat man viel Hintergrundinfos auch zur Geschichte und so. Und wenn man möchte, kann man da immer ziemlich viel noch erfahren. Und lesen und so weiter. Da unten ist ein Assassinen-Symbol. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Das interessiert mich. Achso, was ich aber schauen wollte, war das Waffenrad. Also wir können erstmal mit den Pfeiltasten können wir durchgehen. Da sind noch ziemlich viele Fragezeichen. Da haben wir die Sachen noch nicht freigeschaltet. Oben ist Medizin. Da haben wir jetzt eh das Leben voll. Rauchbomben sind leer. Und dann haben wir hier noch Kirschbomben. Was auch immer das ist. Mal eben schauen. Wie kann ich die denn schmeißen? So. Ah, okay. Das war einfach sowas wie eine Ablenkung wahrscheinlich, ja? Wenn ich Wachen irgendwie ablenken möchte. Schmeiße ich Kirschbomben. Ist das drinnen wahrscheinlich? Wo ist denn der Eingang? Okay, hier komme ich rein. Sowas wie eine Kneipe oder irgendwas. Zumindest sitzen hier Leute und trinken. Und mit ihm wollen wir reden. Pariser Geschichten, der Kult des Baphomet. Da gibt es extra Belohnungen für, aber ich glaube, das ist eher sowas. Ich glaube, das ist eher sowas wie eine extra Mission, die wir machen können. Deswegen schaue ich erstmal. Wir haben natürlich auch noch ein Ausrufezeichen auf der Karte. Das ist dann Hauptstory. Und da hinten ist eine rote Kiste. Rot sieht so aus, als könnten wir die vielleicht noch nicht kriegen, aber ich gehe trotzdem mal nachschauen. Wo ist die denn? Ist die oben? Warte mal, mit dem Adlerauge? Genau. Oben ist die. Dann gehen wir mal schauen, ob wir die aufmachen können. Vielleicht sind die auch irgendwie verschlossen oder so. Kann ja auch sein. Ja, okay, die ist verschlossen. Aufmachen geht wahrscheinlich noch nicht, oder? Ohne die Fähigkeit Schloss knacken kann das Schloss nicht geknackt werden. Okay, ja, das hatten wir ja früher nicht in Assassin's Creed, deswegen wissen wir jetzt also auch, es gibt sowas wie Schloss knacken. Da hinten ist zum Beispiel auch eine Kiste auf der Karte, die ist weiß. Die können wir dann wahrscheinlich mitnehmen. Aber ich würde jetzt erstmal in Richtung Ausrufezeichen laufen. Da unten ist ein Seil, da können wir drüber. Und da ist noch so eine Assassinen-Mission. Ich glaube, das sind einfach so kleine Aufträge. Wir hatten ja auch früher schon immer Rennen und Attentatsaufträge und so weiter. Wirklich schön. Vor allem diese alten Gebäude gefallen mir richtig gut. Ach du Scheiße, was ist denn da schon wieder los? La liberté ou la mort. Also der Tod. Also Freiheit oder Tod. Und Läden gibt's ja auch. Boucherie. Schön, schön. Das Volk pöbelt. Immer diese Franzosen. Aber auch diese schönen alten Gebäude gefallen mir wirklich gut hier. Vin und Liqueur. Hallo. So ein paar Wachen sind auch unterwegs. Ich wollte aber eigentlich nur an die Kiste. Und das ist auch neu, dass wir in so viele Gebäude reingehen können. Die waren ja meistens verschlossen. Es waren nur Fassaden, an denen wir hochklettern konnten. Aber reingehen konnten wir vorher nicht. Ach Gott, die ist ja ganz oben. Na gut. Haben wir ja noch genug Gelegenheit später. Gehen wir erstmal weiter zum Ausrufezeichen. Kann ich eigentlich mit Select immer noch die Karte öffnen? Ja, kann ich. So, jetzt haben wir hier die Karte von Paris. Und sehen auch, dass da viele Punkte sind eben noch, die wir noch nicht... Dass da Aussichtspunkte sind, die wir erst noch aufdecken müssen. Und da ist zum Beispiel so einer. Jetzt überlege ich gerade, ob wir den vielleicht mal holen sollen. Da haben wir nämlich das Gebiet hier, wo die Mission ist, schon mal aufgedeckt. Wo ist das denn? Da oben der Turm. Okay. Sieht nach einem ziemlich dicken Ding aus. Mal eben schauen. Ob wir da hochkommen oder nicht.
Ich laufe jetzt einfach mal irgendwo hoch hier. Die Saint-Chapelle. Naja, wie eine Kapelle sieht es nicht aus. Ja, das Klettersystem gefällt mir richtig gut. Er klettert viel flüssiger und auch so ein bisschen von alleine. Auch an Stellen, wo wir denken, vielleicht, also früher wäre es zu weit gewesen. Da kommt man jetzt aber dann gut hoch. Boah, jetzt habe ich es gerade gelobt, jetzt will er nicht mehr weiter nach oben, doch. Ah, kommt er da lang? Ja, ohne Probleme. Guter Kletterer. So, einmal hier in den Stadtturm hoch und dann sind wir gleich auch schon oben. Aussichtspunkte sind super. Zum einen kann man schön klettern, zum anderen sieht man dann mal richtig viel von der Stadt, gerade jetzt hier in Paris. Möchte ich das gerne mal sehen, die Stadt von oben. Und wenn wir nämlich schon mal oben sind, haben wir auch eine gute Gelegenheit, einen Cut zu machen. Meine Güte, ist das riesig hier. Ach du Scheiße, also wenn wir das alles betreten können, dann ist es wirklich gigantisch groß. Schaut euch das an. Und wunderschön. Wie heißt der Fluss? Die Seine, sagt meine Freundin. der Fluss hier in Paris, also wirklich eine schöne Stadt. Sieht heute bestimmt auch noch schön aus, ich war noch nicht da, aber hier das alte Paris, wunderschön. Und das müsste Notre Dame sein, die Riesenkirche, heute auch immer noch eines der größten Touristenziele, würde ich sagen, in Paris. Ja, wunderschön, wir synchronisieren noch eben hier. Und dann haben wir nämlich das Gebiet hier, in dem wir sind, wo die Mission ist schon mal aufgedeckt. Wow, gefällt mir richtig gut. Obwohl es Frankreich ist. Schöne Häuser auch überall. So, jetzt schauen wir noch, ob wir einen coolen Sprung machen können. Und dann machen wir einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Unity. Wäre schön, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin, ich bin raus. Euer Walle. Bye, bye.